AfD-Aussteiger, 3 Minuten ist gebucht. Wir starten. Ich hoffe, ihr seid bereit. Lehnt euch zurück in eine aufrechte Position, schnallt euch an. Ich richte mir die Haare. Ich brauche noch ein paar Schnitzel bis dahin. Na du, ich bin fast 2 Meter groß. Ich habe ihn beim Anspannen. Der ist gut, danke. Hey Maluk, wo warst du so lange? Ich habe nach dir gefragt. Hast du dir ein bisschen Hetze bei den Rechten abgeholt? Wovon reden sie? Gib uns Insights. Worüber reden sie? Du warst doch gerade bei den Rechten, oder? Hast dir ein bisschen so, du hast verpasst. Ich habe rechtes ASMR gemacht. Oh Mann, du hast was verpasst. Dir hätte das gefallen. Und du wärst jetzt ganz aroused. Die Pressekonferenz angeschaut. Bei 59.09 ist es eindeutig. Okay, passt. Nichtsdestotrotz haben die Rechten gelogen und Falschinformationen verbreitet. Es ändert nichts daran, egal wie es ausgeht. Ja, rechtes ASMR muss ich als Clip veröffentlichen. Das ist wichtig. Aber morgen kommt ein viel wichtigeres Video auf YouTube. Das einzige Ticket, das ich einem Flüchtling geben würde, wäre ein Expresszug nach Auschwitz-Birkenau. Aber das Beste ist einfach... Hier an der Stelle, wenn man sowas mitliest, muss man auch das Smiley vorlesen. Weil es ist wichtig zu wissen, dass diese Person, die das geschrieben, so absurd ist, dass sie ein Smiley dazu tut. Ein lachendes. Sowas schreibe ich, wenn ich Borat sehe. Er schreibt sowas, wenn er über KZs redet. Verstehst du? Das ist einfach, was in deren Köpfen abgeht. Das Ticket, das ich einem Flüchtling geben würde, wäre ein Express. Ich wette, die gehen zur FDP. Ich wette, sie gehen zur FDP. Zug nach Auschwitz-Birkenau. Man sollte diese ganzen Volksverräter öffentlich hinrichten lassen. Das ganze. Noch ein Smiley. Kabinett Merkel. Niedere Merkel die vierte. Komm schon. Menschenformen sexuell zu demütigen, ist ein Beleg für die Überlegenheit der weißen Rasse. Diese Menschen. Oh Mann, das muss ich dem Pokingtoint schicken. Ich schicke das per Discord dem Pokingtoint. Ich kopiere mir den Link und schicke das dem Pokingtoint, wenn er nächstes Mal schreibt so, ja, was ist los? Eine verachtende Nachricht. Aber das Beste ist die Nachricht, schau mal, er hat das geschrieben hier und er antwortet ihm, Alter, reiß dich zusammen, beim nächsten Mal schmeiß ich dich hier raus. Beim nächsten Mal was? Was musst du noch sagen, damit man dich rausschmeißt? Musst du schon einen Termin buchen, wann du das machst? Damit man sagt, okay, jetzt geht's zu weit, Digga. Er hat ja nur davon geträumt. Er hat ja im Konjunktiv darüber geredet. Aber so, was los? Was heißt da, beim nächsten Mal schmeiß ich dich hier raus? Sie stammen von AfD-Mitgliedern und Sympathisanten. Es sind Chats, deren Inhalt nie nach draußen dringen sollte. Dokumentiert von 2 Männern aus NRW, die selbst jahrelang in der AfD waren. Alexander Leschik und Nikolai Budagi. Sie treten früh in die Partei ein. Ja, stimmt. Die Smileys sind ja natürlich sehr, sehr wichtig, damit man sagen kann, das war ja alles nur ein Witz. Wenn man nachher fragt, so, hey, warum schreibst du sowas? Bist du komplett, was ist los mit dir? Hey, ich habe ein Smiley gemacht. Hast du nicht gesehen, dass das ein Witz war? Checkst du nicht, dass das ein fucking Witz war? Bist du etwa Bad Faith? Komm, das war nur ein Witz. Geh hin und frag ihn. Würde gerne deinen Teilstream zur Video der Vernehmung des Lübcke-Mörders sehen. Ja, werde ich vielleicht veröffentlichen, ja. Kannst dir anschauen. Genau, ja, was? Leschik mit 16, Budagi mit 21 Jahren. Beide arbeiten sich bis in den Bundesvorstand der jungen Alter. Pass auf, die sind dann zur MLPD gegangen. Zur DKP. Sofort einen Posten gekriegt. Alternative hoch, der Jugendorganisation der AfD. 2020 bricht Budagi mit der AfD, vor einigen Wochen auch Leschik. Er behauptet, vom Rechtskurs überrascht worden zu sein. Ich bin damals 2015 mit viel Idealismus in die AfD eingetreten, habe mich sehr stark engagiert. Heute bin ich desillusioniert. Ich bin in eine konservative Partei eingetreten und in einer rechtsradikalen Partei aufgewacht. Deshalb treten beide letztendlich aus. Doch vorher radikalisiert sich mit ihrem Engagement auch der eigene Tonfall. Budagi postet zum Fastenmonat Ramadan eine Schweinshaxe. Also ich würde es nicht nochmal machen. Es ging einfach nur um reine Provokation, reine Aufmerksamkeit. Und das ist einfach ein Stilmittel, das nicht in die Politik gehört, nicht auf Kosten von Minderheiten oder anderen Menschengruppen.
Leschek schreibt bei Facebook, Deutschland erwache, ein Sturmlied nationalsozialistischer Propaganda. Unentschuldbar und ja, ein Sinnbild dessen, was in der Partei... Naja, also, weil das im Chat steht, wie kann man in die 2015 in die AfD eintreten und vom Rechtskurs überrascht sein? Viele Leute sind in die AfD eingestiegen, weil es eine wirtschaftsliberale Partei war. Also es gab ja diesen Frauke-Petri-Flügel und es gab diesen Höcke-Flügel quasi. Und es gibt einfach Leute, die tatsächlich, zum Beispiel die Franziska Schreiber, die auch eingestiegen ist wegen dem Wirtschaftsliberalen, und die haben halt geglaubt, das setzt sich durch, aber dann sind die Nazis in der Partei einfach stärker geworden und dann sind sie ausgestiegen. Ja, das gibt es, ja, das gibt es. Manche waren wirklich überrascht. Sie sind einfach Wirtschaftsliberale und das geht ihnen einfach zu weit. Sie sind keine Nationalisten, sie sind keine Dings, ja. Und sie benutzen halt dieses, und viele Rechte machen das auch tatsächlich so, dass sie sich da draußen hinstellen, weil sie gerade gesagt haben, wir wollten provozieren, wir wollten triggern. Und viele Rechte stellen sich wirklich draußen hin und sind keine Nazis, aber sie verbreiten solche Nazi-Sachen, um zu provoken einfach. Um zu sagen, weil sie sich denken, naja, eigentlich, wir sind keine Nazis, das ist so absurd, dass sie uns Nazis nennen, also posten wir einfach Nazi-Scheiße, um sie noch mehr zu triggern. Das ist so einfach, wie wenn ein Linker anfangen würde, Stalin zu posten, obwohl er eigentlich nicht daran glaubt, einfach nur um die Rechten zu triggern. Zum Beispiel. Ja. Ich glaube, dass da sehr viel sowas mitspielt, weil die Rechten trollen einfach sehr gern. Ja. Mittlerweile zu diesem Zeitpunkt schon Usus war. Beide haben sich lange Zeit gelassen mit ihrer kritischen Haltung zur AfD. Doch heute wollen sie offen über die Radikalisierung sprechen, haben darüber ein Buch geschrieben. Alexander Leschek kommt aus Münster, sein Elternhaus sozialdemokratisch geprägt. Besonders die Chats, die er über Jahre einsieht, rüttelten ihn zunehmend wach, sagt er heute. Ein Bild in dieser WhatsApp-Gruppe zeigte beispielsweise einen Soldaten an einem Maschinengewehr. Darüber stand dann Deutschlands schnellstes Asylverfahren. In dieser Gruppe wurde eine Abstimmung zum Holocaust eingerichtet. Wow. Frage 5 von 10. Der Holocaust ist ein unauslöschlicher Makel deutscher Geschichte, der eine besondere Verantwortung des deutschen Volkes bedingt, mit jeglichem Antisemitismus entgegenzuwirken, auch importieren. C, B kann ich nicht sehen. C ist eine unauslöschliche Schuld des deutschen Volkes. D hat nicht so stattgefunden, wie allgemein kolportiert. E verblasst vor den rund 10-mal höheren Opferzahlen sozialistischer bzw. kommunistischer Regimes. Da hast du alle Pokingtoins auf einem Haufen. Aber was B ist, steht da nicht. Wahrscheinlich ist das, worüber er redet, B. So, wahrscheinlich hat jemand geschrieben, sollte man wiederholen oder irgend so ein Scheiß. Ein guter Teil der Gruppe kreuzte die Option an, den Holocaust hat es nie gegeben oder er hat so nicht stattgefunden. Im Bundesvorstand der Jungen Alternative behauptet... Stell dir vor, wie du drauf sein musst, um das zu leugnen, dass es den Holocaust gab. Was geht in deinem Scheißkopf vor, wenn du so drauf bist, Digga? Wenn du so herumläufst und einfach sagst, so, ja, ich weiß nicht, der Holocaust, ich meine, Leute wurden befreit, es gibt da Zeitzeugen, es gibt einfach Menschen, die da draußen herumgelaufen sind. Ich meine, aber das ist ja der Punkt, weil ich vorher darüber geredet habe, dass sie einfach... Wenn jemand, ein Rechter, Anschläge begeht und sich offen dazu bekennt und sagt, ich bin rechts, ja, ich bin ein Nazi, alles cool, ich habe diese ganzen Anschläge gemacht, alles gut, trotzdem sagen sie, ah nein, das war nur ein Einzeltäter. Und der Typ war in Wirklichkeit irgendwie nur so, ja, verwirrt, das ist, ja, und er sagt, nein, ich bin ein Nazi, kein Problem, wirklich, ja, so, ich habe ein Manifest rausgebracht, 100 Seiten, Digga, da steht 100 Mal das Wort Nazi drin, Alter, alles gut. Nein, du bist kein Nazi, Mann. Was ist los? Ja. Und da fragt man sich immer so, wie können sie so drauf sein? Das gibt's doch einfach nicht. Dass einfach, wenn ein rechter Terrorist da draußen Scheiße begeht, dass du dich nicht hinstellst und einfach ihn verurteilst und einfach sagst, ja, okay, das ist Scheiße, das gehört sich nicht, das ist Scheiße, dass sowas auf der Rechten passiert. Wenn Rechte das tun, dann respektiere ich sie. Dann ist das cool. Aber wenn Leute den Holocaust leugnen können, dann können sie alles leugnen. Dann können sie auch fucking leugnen, dass die Erde rund ist, dass es Gravitation gibt und dass, keine Ahnung, dann können sie absolut alles leugnen. Wenn du das einfach fucking leugnen kannst. Ja, genau, die Lügen der Medien und der Linken, ja. Und jetzt wird euch wieder etwas nicht gefallen. Jetzt mache ich wieder ein Hufeisen einfach so, damit, mir ist langweilig, ich muss ein bisschen Kontroverse hier.
umrühren. Wenn hier keine Kontroverse passiert, dann ist das alles langweilig. Jetzt mache ich Folgendes. Genauso gibt es da zum Beispiel da draußen irgendwelche Denkis, Stalinisten, die sich auch hinstellen und einfach sagen so, ja, es gab in Wirklichkeit keine Gulags. Holodomor? Nee. Übertrieben, Mann. Übertrieben. Die ganzen Menschen, die verhungert sind in China? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, Mann. Roter Terror? Ach, was? Wirklich? Ich weiß nicht. Das hat ja die CIA eingeredet, oder? Das ist, was ja die CIA erklärt hat. Stalin war gut. Lies Gerhard Schneen. Gerhard Schneen musst du lesen. Der wird dir erklären, wie Stalin wirklich war. So, als einziger Typ auf der Erde hat er ein Buch geschrieben, wie Stalin drauf war. Alle anderen haben nicht recht. So, das ist genau, und jetzt auch diese Uigure, diese Uiguren-Geschichte in China, ja. Auch so, ja, was? Nein, da ist nichts. Das sind einfach. Education Centers, einfach wo sie sie da einfach hinbringen, damit diese Chinesen mal was lernen, ne, diese Uiguren, diese Moslems, ne, das ist, sie wollen ihnen nur helfen. Er habe er den Rechtsextremismus kritisiert, ohne Erfolg. Seit 2019 wird die junge Alternative vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft und auch der AfD drohte das. Entschuldigung, aber ich finde es auch so absurd, wie diese Stimme das vorliest. Sie liest das mit so einem Grinsen. Irgendwer in der Sprachschule hat dir beigebracht, dass wenn du so zeigst, dass du grinst, dann werden die Vokale einfach viel deutlicher und auch werden die Konsonanten viel prägnanter ausgesprochen. Hauptsache, du hast ein Lächeln. Und so klingt sie. Hört jetzt nochmal hin, das ist sehr absurd. Besonders in diesem Kontext. Wird ohne Erfolg. Seit 2019 wird die junge Alternative vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft und auch der AfD drohte das. Dazu soll sich Parteichef Jörg Meuthen im April überraschend offen geäußert haben. Oder kommt das nur mir so vor? Konferenz teil. Dort soll Meuthen gesagt haben, dass es kein Ritterschlag sei, beobachtet zu werden, egal ob dies berechtigt oder unberechtigt sei. Die lacht ja fast, Digga. Ich weiß nicht, bin die. Scheiße, bilde ich mir das ein? Hört ihr das? Ich höre das. Nein, ihr hört es teilweise nicht. Hört ihr nochmal den letzten Teil an. Ein Ritterschlag sei, beobachtet zu werden, egal ob dies berechtigt oder unberechtigt sei. Meuthen bestätigt uns diese Aussage nicht. Mich hat nur gewundert, wie lahm der Verfassungsschutz eigentlich war. Also ich kann Ihnen sagen, wenn die ihre Arbeit vernünftig gemacht hätten, dann wäre die AfD längst nicht nur Verdachtsfall, sondern längst Beobachtungsobjekt. Die JA wäre längst auf dem Niveau der NPD. Und das sagen junge Männer, die jahrelang selbst beim Aufbau der Partei mitgewirkt haben.